Hier gab es auch gut Munition gleich wieder nachgeschoben. Aber wir haben noch ein bisschen Munition. So, und weiter geht's. Huch. Kleiner Freund, wo bist du hin? Atjom! Hier! Ah! Gott sei Dank bist du noch am Leben. Du hast einen Freund mitgebracht. Moment, ist das... Atjom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bringen Sie ihn weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Mach ich. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Mein Volk. Die sind drinnen. Und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, wacht auf, ihr Bastarde! Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Mosquins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Aber diese letzte Chance gibt es nur noch nicht nach der Aufnahmepause. Gleich nach dem Dialog, der eventuell kommt. Schauen wir mal kurz. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Obtyabruskaya. Und wir haben Mosquin damit konfrontiert.
Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitzky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Rajon gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Moskwin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Moskwin hat zum Krieg gerüstet. Aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Moskwin, was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Korneev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Gott, hoffentlich klappt das. Na komm, kleiner Freund, komm. Daher habe ich befohlen, dass Operation Eldorado abgebrochen wird. Lang lebe das Reich! Und um das offizielle Protokoll zusammenzufassen, erteile ich dem Anführer der Roten Linie, dem Genossen Moskwin, das Wort. Genossen, und ich will nicht zögern, dieses Wort zu benutzen, liebe Freunde. Wir betrachten... Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Hurra, Genossen! Es soll Frieden herrschen! Im Namen unserer Kinder! Sie sind ein Lügner! Komm! Haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen, schaffen Sie diesen Mann weg. Ranger, wegtreten! Artyom, Kleiner, ihr seid dran! Denn jetzt gefallen? Genosse Moskwin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen. Oh, Scheiße. Gibt's überall Informationen? Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die Sie darstellen. Und überwege, sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder. Er glaubt, dass sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass sie ihn stürzen werden. Er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein. Sie müssen zuerst zuschlagen.
Mensch, Maxim, Bruder. Ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Was? Einstieg. Maxim Leonidovich Moskvin wird hiermit zum neuen Generalsekretär der Partei gewählt. Glückwunsch, Genosse Moskvin. Ziemlich abgefahren jetzt, muss ich sagen. Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch... Also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, das Ende. Aber schau. Sie sind der Anführer! Fällen Sie es ihm! Rufen Sie die Truppen zurück! Halten Sie sie wenigstens auf! Hier können wir nichts mehr machen! Zeit um ein Abgang! Beeilung! Schneller! Was für ein Anführer! Zum Bahnsteig! Sie! Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben! Mir nach! Es ist schlecht für alle, wenn ihr verliert. Dann werde ich um ihre Hilfe bitten. Er ist weg. Er hat getan, was er konnte. Und jetzt geht er, um sein Fock zu treffen. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen. Die Überreste der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig kalt. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater.
dieses Mal keinen Mist erzählt. Die rote Linie rückt von drei Seiten vor. Meine Waffenbrüder. Ich bin kein Mann der langen Rücken. Aber hört euch das an. Ihr seid die hingebungsvollsten, mutigsten Soldaten der Linie. Jeder von euch ist 5 Rote wert. Wenn ihr einfach die Arbeit macht, für die ihr ausgebildet wurdet, dann gewinnen wir diese Schlacht. Sparta, in die Schlacht! Sparta! Ja, für Sparta. So. Wir machen noch mal kurz dann letzte Anpassungen. Wo ist meine Maus hin? Da ist es. Anpassungen, Schalldämpfer, den können wir uns jetzt einfach klemmen. Oder auch nicht, der ist fest. Dann gucken wir mal nach Ersetzen. Was finden wir denn jetzt hier noch alles so Interessantes? Ja, anpassen. Im Visier nehmen wir uns mal eins mit. Geringe Entfernung, das reicht. Schalldämpfer brauchen wir nicht. Wir nehmen ein größeres Magazin mit. Buch anbringen. Wunderbar. Und damit legen wir jetzt einfach mal los. Sprengkommando! Das reicht! Kommen Sie hierher zurück! Ausrüstung prüfen! Schuhe gebunden? Reißverschlüsse zu! Ja. Bereit machen, Leute! Na los, na los. Drängt sie zurück, lasst sie nicht nach D6 kommen. Aber seine Schrotflinte, die wir uns hier gekauft haben, auch nicht schlimm. Hauptsache es schießt, Hauptsache es vernichtet die Eindringlinge. Gleich geht's weiter mit Schwerfeuer. Erstmal drängt sie zurück, Leute. Na los! Ah, Munition alle. Na toll. Was haben wir denn hier noch? Oh, was ist das? Panzer! Ach du Scheiße! Da hinten! Scheiße! Wie mache ich das? Oh. Ich weiß nicht, was ich machen soll mit denen. Ah, ich seh's. Pumps. Na kommt schon, gibt alles.
Na los. Schnell mit der Medizin naschen. So. Und weiter geht's. Die heizen uns so kräftig ein. Wir müssen den Panzer unbedingt erledigen. Ich weiß noch nicht wie. Wechsel vollziehen. Dann muss ich mal gucken, wie weit ich da noch vielleicht was bei dir kaputt machen kann. So die Balken einschießen oder wie? Kann ich nicht sehen. Ah. Das war's doch schon. Was soll ich denn noch mit denen machen? Na, guck mal. Jetzt. Wenn wir unsere Panzer behaben, werden wir ihnen noch einen verpassen. Sie ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Wir haben sie besiegt. Wir haben es geschafft. Mit Ranger legt man sich nicht an. Haben wir es tatsächlich geschafft? Die sind noch immer stark. Lagebericht, Feldwebel. Oberst, die Verwundeten sind aus der Gefahrenzone und unterwegs zum Evakuierungspunkt. Gut gemacht. Neu formieren und bereit machen. Wir werden es jetzt jeden Moment noch einmal probieren. Ja. Na gut. Noch ein letztes Mal. Lesen wir eine Papka. Wir müssen Korbut aufhalten, verhindern, dass er die Sechs einnimmt. Wenn wir scheitern, war alles, was wir nach dem Krieg durchgemacht haben, war der ganze harte Kampf ums Überleben, waren all diese Opfer völlig umsonst. Sollte es sein, dass der Frühling, der endlich das jahrzehntealte Eis an der Oberfläche zum Schmelzen gebracht hat, uns eine neue Hoffnung beschert hat, die Dunkelheit des Untergrunds verlassen und wieder nach der Sonne greifen zu können, ebenfalls umsonst war? Sollte es sein, dass es niemand mehr geben wird, der diesen Frühling begrüßen könnte? Ich kann das nicht glauben. Die Hoffnung lebt noch immer, solange der Orden D6 hält und noch ein letzter von uns atmet. Wir werden Korbut aufhalten, um jeden Preis. Für unsere Freunde und Familie, für die gesamte Metro, für den Frühling, auf den wir alle gewartet haben, für die Zukunft. Na kommt schon. Gibt alles. Ich glaube, die Munition reicht noch für ein paar weitere. Das ist noch ein paar neben. So der Form. Aber ganz schön mutig. Die Männer rücken wieder vor. Ob das so schlau ist. Oh, was war das? Die Deckung gesprengt. Das heißt, nichts Gutes. Ach du Scheiße. Los. Die sind aber ganz schön schlau, muss ich sagen. Na los. Scheiße, unsere Waffen ist keine Munition mehr. Thank you.
Na los! Einfach nicht nach. Es ist unmöglich, durch diese Wand durchzukommen. Das war's. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Gut gemacht, alle zusammen. Dazu, Leute. Ich hatte gehofft, ich würde nicht dazu kommen. Es ist wahr. Scheiße. Die Einrichtung ist für die Sprengung verkabelt. Ich habe den Befehl in der Polis gegeben. Da wir jetzt D6 verloren haben, ist unsere einzige Option, es zu zerstören. Zeigen Sie. Was zum Teufel ist das? Niemand lebt ewig. Das ist auch gern. Oh, Scheiße! Nur tote Spartaner. Ich fühle mich ein wenig wie Xerxes. Was für eine unverzeihliche Verschwendung von Männern und Ressourcen. So viele gute Soldaten sind tot. Und wofür? Für die Polisstation? Den Rat? Ach, nun ja. Alle wurden vom Feuer der Revolution gereinigt. Was für eine angenehme Überraschung, Oberst Miller. Oder was von Ihnen übrig ist. Artyom, es wird Zeit. Und wer ist das? Ah, der findige junge Mann. Sag mir, Artyom, Retter der Metro. Wo gehst du hin? In die Hölle. Artyom, nicht mehr nötig. Ullmann starb, wie die meisten Spartaner. Miller hat überlebt und ist nun für die Poliswachen verantwortlich. Und das, obwohl er an einen Rollstuhl gefesselt ist. Khan ist einfach verschwunden. Er sagte einmal zu mir, was, wenn der kleine Schwarze der letzte Engel ist, der geschickt wurde, um uns zu retten? Die Tatsache, dass der Kleine zurückgekommen ist und seine Leute mitgebracht hat. Vielleicht war das Verzeihung und Rettung. Für mich, für den Orden, für uns alle in der Metro. Das letzte Licht der Hoffnung in diesem Reich der Finsternis. Es wird für alle besser sein, wenn wir gehen, Artyom. Aber eines Tages kommen wir wieder. Ich werde dann groß sein. Auf Wiedersehen, mein Freund. Mach es gut, unser kleiner Freund. Auf baldiges Wiedersehen. Die Schwarzen sind gegangen. Aber ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden. Vielleicht wurden sie wirklich geschickt, um uns zu retten.
Vielleicht haben wir uns die Vergebung verdient. Ja, und wer hätte es gedacht, das ist das Ende von Metro, Last Light. Ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte, ne? Es war ein schweres und langes Let's Play, sag ich mal, für Leute, die es verfolgt haben oder verfolgen wollten. Viele Pausen, die Sommerpause war dazwischen, zwischendrin auch wieder, wo ich ein paar Organisationsprobleme hatte. Naja, aber jetzt sind wir durch. An ein Stück schnell mal noch 2,5 Stunden was nach aufgenommen. Ja, mir fehlt so ein bisschen, ne, das ist jetzt einfach so ein offenes Ende, auch wenn wir das gute Ende hatten. Tja, naja, was ist aus der guten Anna geworden? Vielleicht erfahren wir das noch, es ist ja vor kurzem ein DLC-Paket erschienen, in dem es nochmal um die Einzelgeschichten unserer Helden geht, so wie Anna und, jetzt habe ich den Namen vergessen, Pavel und Kahns Abenteuer. Die sind nochmal extra drin. Ich weiß nicht, wie viel das umfasst, ich weiß nicht, wie lange es geht, aber ich weiß eins genau, wir werden uns das zu Brust nehmen. Tja, hier im Hintergrund nochmal die zerstörte Stadt Moskau. Schön, starkes Spiel, starke Grafik, geniale Geschichte, viel zum Zuhören, viel zum Sehen. Ein bisschen gruselig war es vielleicht auch. Action, naja, gut, kam jetzt meine Spielweise, kam jetzt der Action-Sequenz nicht so unbedingt nahe. Aber gut, dafür wurden wir ja auch mit dem guten Ende belohnt. Naja, in der Zeit, wo jetzt hier diese Helden noch durchprasseln, möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns in einem nächsten Projekt vielleicht wieder, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, schönen Resttag, viel Spaß noch.